Wir wollen uns jetzt hier unterhalten über die Einführung in die Leistungselektronik. Das heißt, was ist Leistungselektronik? Wie arbeitet Leistungselektronik? Warum benötigen wir das überhaupt? Das heißt, man muss sich immer fragen, ist es überhaupt sinnvoll, irgendwas zu machen, bevor wir uns dann eigentlich den Themen widmen, die in dieser Vorlesung sind. Das heißt, zunächst mal die Frage, was ist Leistungselektronik? Das heißt, wenn wir in ein Lexikon schauen würden, wie ist das definiert, würde man da reingucken, Wikipedia oder ein anderes Lexikon, würde man finden, dass irgendwie Leistungselektronik so definiert ist, dass gesagt wird, Leistungselektronik ist das Teilgebiet der Elektrotechnik, was sich mit der effizienten Wandlung und Steuerung elektrischer Energie mittels Halbleiterbauelemente beschäftigt. Das heißt, wollen wir das mal zusammenfassen, können wir Folgendes sagen: Leistungselektronik ist eigentlich im Wesentlichen elektrische Energiewandlung. Das heißt, die Leistungselektronik beschäftigt sich mit der elektrischen Energiewandlung. Und das tut sie effizient. Das heißt, wir haben hier den Ansatz, dass wir versuchen, elektrische Energie zu wandeln, aber möglichst wenig Verluste erzeugen. Jetzt das Wie. Wie macht das die Leistungselektronik? Die Leistungselektronik macht das mittels Halbleiterbauelemente, die als Schalter arbeiten. Das werden wir nachher erklären, warum die Bauelemente als Schalter arbeiten. Tatsächlich werden wir sehen, wenn wir das Prinzip Wandeln durch Schalten angucken, dass Bauelemente, die jetzt als Schalter betrieben werden, dafür eingesetzt werden können, um eine prinzipiell verlustlose Energiewandlung durchzuführen. Und genau das ist ja das, was wir in der Leistungselektronik machen wollen. Wir wollen effizient elektrische Energie wandeln. Jetzt noch die wichtigste Frage: Warum brauchen wir das überhaupt? Das heißt, warum ist überhaupt Leistungselektronik nötig? Das kann man jetzt relativ einfach zusammenfassen. Das heißt, Quelle und Verbraucher elektrischer Energie sind häufig nicht zueinander kompatibel. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass eine Quelle Energie anders zur Verfügung stellt, als der Verbraucher diese Energie benötigt. Und genau dann brauche ich eine leistungselektronische Schaltung, die sozusagen ein Bindeglied ist, eine Verbindung von der Quelle elektrischer Energie und einem Verbraucher elektrischer Energie. Das heißt, leistungselektronische Systeme verbinden an dieser Stelle Verbraucher und Erzeuger elektrischer Energie. Jetzt wollen wir uns das an einem Beispiel anschauen, was das bedeutet. Schauen wir uns ein leistungselektronisches System an, was wir vielleicht aus unserer Anschauung heraus kennen. Wo werden wir das finden? Wir schauen uns mal an, wir haben auf der einen Seite hier jetzt eine Quelle. Das sei jetzt unser normales Niederspannungsnetz. Das heißt, hier einphasig das Netz. Frequenz 50 Hertz, Spannungseffektivwert 230 Volt, also eine sinusförmige einphasige Spannung. Und wir wollen damit jetzt einen Verbraucher versorgen. Das heißt, wir haben hier irgendwo auf der anderen Seite diesen Verbraucher. Das sei jetzt eine Gleichspannungssenke. Das könnte zum Beispiel sein unser Smartphone. Das heißt, wenn wir uns anschauen, unser Smartphone hat einen USB-Anschluss, benötigt eine Gleichspannung von 5 Volt und einen Strom von vielleicht 1 Ampere, aber hier eine konstante Spannung, eine Gleichspannung, wohingegen unser Netz jetzt bloß eine Wechselspannung zur Verfügung stellt, eine sinusförmige Wechselspannung an dieser Stelle. Wir wollen aber diese Gleichspannung haben. Und da sehen wir, dieser Verbraucher ist jetzt nicht kompatibel zu der Quelle, die wir haben, sondern wir brauchen irgendetwas dazwischen. Hier, sondern so ein Block dazwischen, der jetzt die Energie anpasst, und zwar die Energie der Quelle, so dass die unser Verbraucher sinnvoll nutzen kann. Und dieser Block dazwischen wäre jetzt im Prinzip so ein leistungselektronisches System oder eine Leistungselektronik. Das heißt, schreiben wir hier kurz rein, das ist eine Leistungselektronik, die das sozusagen verbindet. Woraus besteht die jetzt? Die besteht aus mehreren Teilen. Wir haben auf der einen Seite so eine, wie ich es nenne, Leistungsschaltung. Das ist die eigentliche Umwandlungsschaltung. Das heißt, man hier Leistungselektronik
Schaltung, dort haben wir irgendwelche Halbleiterbauelemente im Schaltbetrieb, die die eigentliche Energieumwandlung vornehmen. Jetzt machen die das nicht aus dem Nichts heraus, sondern die brauchen ja irgendwie sozusagen eine Information, wie das vorgehen soll. Das heißt, tatsächlich werden wir irgendwo auch hier einen Block Intelligenz haben in unserem leistungselektronischen System. Das heißt, wir werden hier irgendwo eine Steuerung, Regelung haben, einen integrierten Schaltkreis, Mikrocontroller, DSP oder was auch immer. Das ist sozusagen die Intelligenz. Ich nenne es jetzt hier einfach mal Regelung, Signalverarbeitung, kann ich sagen, Mikrocontroller, DSP oder irgendein integrierter Schaltkreis, der das macht. Und diese erzeugen jetzt irgendwelche Steuersignale für die Schalter in dieser leistungselektronischen Schaltung, die die eigentliche Wandlung vornimmt. Und damit wird dann die Energie gewandelt. Das wird ein Teil der Vorlesung sein, dass wir uns angucken, wie funktionieren jetzt diese Schaltungen. Tatsächlich werden aber auch diese beiden jetzt noch nicht direkt miteinander kompatibel sein. Das heißt, üblicherweise haben wir so pulsweitenmodulierte Signale, die hier rauskommen, haben hier aber bloß Spannungen, zum Beispiel von 0 bis 3,3 Volt. Und so ein Mikrocontroller DSP, der kann auch bloß vielleicht Ströme von wenigen Milliampere liefern. Um jetzt aber die Halbleiterbauelemente anzusteuern, brauchen wir eventuell größere Spannungen, größere Ströme oder wenn wir sogenannte High-Side-Schalter haben, eine galvanische Trennung oder eine Potentialanhebung, benötigen wir also noch eine Anpassung. Und diese Anpassung macht dann an dieser Stelle eine Treiberschaltung, die dann die eigentlichen Leistungsbauelemente anpasst, Leistungshalbleiter ansteuert, sodass wir hier vielleicht ein größeres Signal haben, wenn wir zum Beispiel MOSFETs, IGBTs betrachten, denselben Signalverlauf pulsweiten moduliert, aber größere Amplitude und können dann die Energiewandlung vornehmen. Das heißt, tatsächlich sehen wir hier schon an diesem Beispiel, warum wir Leistungselektronik brauchen. Ich kann mein Smartphone nicht direkt sozusagen das Kabel abschneiden, in die Steckdose reinstecken, das wäre auch eine doofe Idee, wird nicht funktionieren, weil das eine Gleichspannung benötigt, eine konstante Spannung hier zur Verfügung steht. Unsere Quelle, die eine AC-Spannung liefert, sinusförmige Spannung, 230 Volt Effektivwert, 50 Hertz. Und um jetzt diese Energie anzupassen, benötige ich ein leistungselektronisches System oder allgemeine Leistungselektronik, die besteht aus einer energiewandelnden Leistungsschaltung, einer Treiberschaltung und einer Regelung. Natürlich, eine Regelung wird jetzt irgendwelche Informationen haben, das heißt, wir werden zum Beispiel die Ausgangsgrößen hier messen oder auch die Eingangsgrößen, um diese Regelung zu vollführen. Und so können wir uns vorstellen, was eigentlich die Leistungselektronik macht. Das heißt, Leistungselektronik ist diese Verbindung zwischen einer Quelle elektrischer Energie und einem Verbraucher elektrischer Energie und macht es dann, dass wir effizient die Energie nutzen können. Jetzt wollen wir uns angucken, an dieser Stelle, welche Arten der Energiewandlung es gibt in leistungselektronischen Systemen. Das heißt tatsächlich, der Leistungselektroniker unterscheidet vier Arten der Energiewandlung, die er hat, weil er sagt, okay, Quellen und Verbraucher können wir einteilen nach der Charakteristik, je nachdem, ob es Wechselstromquellen und Verbraucher sind oder Gleichstromquellen und Verbraucher. Und entsprechend kann ich zwischen diesen beiden Arten hin und her wandeln und wir kriegen dann die vier Arten der Energiewandlung in leistungselektronischen Schaltungen. Das erste ist das sogenannte Gleichrichten. Was verstehen wir darunter? Beim Gleichrichten haben wir eine Wechselstromquelle O als Erzeuger und wir haben einen Verbraucher, der benötigt eine Gleichspannung. Dazwischen schalten wir jetzt einen Block, ein leistungselektronisches System, das die Funktion hat, aus einer Wechselspannung eine Gleichspannung zu erzeugen. Das bezeichnen wir als einen Gleichrichter, der die Funktion des Gleichrichtens übernimmt und der wandelt also eine AC-Spannung, das heißt hier zum Beispiel eine sinusförmige Spannung, um in eine Wechselspannung, in eine geregelte Wechselspannung. Die zweite Art der Energiewandlung ist das sogenannte Gleichstromumrichten. Oder auch Gleichstromstellen genannt. Wir wollen jetzt vom DC-DC-Wandeln sprechen an dieser Stelle. Und dort haben wir dann als Eingang eine Gleichstromenergie einer Art. Wir haben wieder einen leistungselektronischen Block. Und haben dann am Ausgang eine Gleichstromenergie anderer Art. Was bedeutet das?
Wir haben hier zum Beispiel eine Gleichspannung, nehmen wir an, Spannungswert zum Beispiel 325 Volt und wollen jetzt hieraus eine Gleichspannung machen, die eine andere Amplitude hat. Zum Beispiel wollen wir hier eine Gleichspannung machen, die nur 24 Volt ist. Das macht dann ein Gleichstromumrichter oder ein DC-DC-Wandler, nimmt also eingangsseitig diese hohe Gleichspannung auf und wandelt sie in eine niedrigere Gleichspannung, die dann unser Verbraucher nutzen kann. Jetzt ist es so, mit Gleichstromwandlern bzw. DC-DC-Wandlern können wir nicht nur diese Funktionalität machen, eine höhere Gleichspannung in eine niedrigere umwandeln. Wir könnten auch zum Beispiel aus einer positiven Gleichspannung eine negative Gleichspannung machen. Das heißt, ich könnte ja auch eine Spannung zum Beispiel von minus 24 Volt erzeugen. Ich kann aber auch eine Spannung erzeugen, die bezogen auf ihren Wert größer ist als die Eingangsspannung. Das heißt, ich könnte zum Beispiel auch aus 325 Volt 500 Volt machen. Und das meinte ich vorhin mit, wir haben Gleichspannungen einer Art und wandeln das um in Gleichspannung einer anderen Art. Wir können also sozusagen den Wert der Gleichspannung ändern und gegebenenfalls die Polarität. Und das macht ein Gleichstromumrichter bzw. ein DC-DC-Wandler. Dann die dritte Art der Energieumwandlung ist das sogenannte Wechselrichten. Was haben wir dort? Dort haben wir am Eingang eine Gleichstromquelle, am Ausgang einen Wechselstromverbraucher und haben dann als Verbindungselement zwischen den beiden einen Wechselrichter, manchmal auch als Inverter bezeichnet, der jetzt hier aus einer Gleichspannung eine Wechselspannung, typischerweise eine sinusförmige Spannung, erzeugt und im Idealfall ist dann diese Ausgangsspannung auch noch einstellbar bezüglich der Amplitude und oder der Frequenz. Das heißt, wir erzeugen damit sozusagen eine einstellbare sinusförmige Spannung, die bezüglich Amplitude und Frequenz einstellbar ist und benötigen am Eingang zum Beispiel bloß eine Gleichspannung. Das macht ein Wechselrichter. Und dann gibt es noch die letzte Art der Energiewandlung, die wir in der Leistungselektronik unterscheiden. Das ist das sogenannte Umrichten. Beim Umrichten haben wir ein- und ausgangsseitig Wechselstrom. Quelle bzw. Wechselstromverbraucher haben zwischen den beiden einen Umrichter, AC-AC-Wandler und können dann an dieser Stelle aus Wechselstromenergie einer Art Wechselstromenergie einer anderen Art erzeugen. Zum Beispiel könnte ich hier vorne ein einphasiges Netz haben, eine Sinusspannung, hier zum Beispiel 230 Volt, effektiv 50 Hertz, eine Phase und ich will am Ausgang an dieser Stelle einen Drehstrommotor versorgen und benötige dann am Ausgang hier zum Beispiel ein dreiphasiges Netz mit Amplitude und Frequenz variabel. Das heißt einstellbar und das macht dann ein Umrichter, diese Umwandlung, das heißt von Wechselstromenergie einer Art in Wechselstromenergie einer anderen Art, wobei wir dann auch hier wieder davon ausgehen, dass wir an dieser Stelle sinusförmige Größen haben, die dann einstellbar sind in Amplitude und Frequenz. Manchmal spricht man jetzt auch noch vom Wechselstromstellen für diese Energieumwandlung, die wir haben, wenn wir von AC-Quelle eine AC-Last versorgen. Und zwar dann, wenn die Frequenz des Ausgangssignals gleich ist wie die Frequenz des Eingangssignals, dann spricht man manchmal von Wechselstromstellen. Das unterschlage ich jetzt hier mal im Weiteren.